Was gefällt dir am besten? Das Elfmeterschießen. Und wer schießt auf jeden Fall einen rein? Ich glaube viele. Wirst du auch einen reinschießen? Ich glaube ja. Eine Torflut gab es dann doch nicht. Aber es scheint den Kindern trotzdem Spaß gemacht zu haben. Training mit Manuel Neuer. Natürlich inklusive Elfmeterschießen und einer investigativen Fragerunde. Wie viel verdienst du eigentlich? Ganz genau weiß ich nicht, aber ich verdiene schon ordentlich. Kein Zweifel. Immerhin ist er bodenständig geblieben. Er zeigt den Kindern, wie es die Großen machen, gibt Tipps und erzählt sogar Persönliches. Der Promi aus dem Fernsehen, ganz intim. Ja, ich bin auch schon U-Bahn gefahren, aber grundsätzlich ist es so, dass ich dann vielleicht eine Cappy brauche oder ich habe auch so eine Spiegelbrille, die mich dann vielleicht ein bisschen verkleidet, aber U-Bahn fahre ich jetzt nicht so häufig. Ich gehe ganz normal in die Stadt auch. Grundsätzlich ist es so, dass die Leute mich eigentlich in Ruhe lassen. Da war es eigentlich auf Schalke im Ruhrgebiet ein bisschen anders. Da hat man mehr den Leuten so gehört und wurde dann vielleicht in der Freizeit ein bisschen öfters dann danach gefragt, ein Autogramm und ein Foto zu machen, aber was auch überhaupt kein Problem ist. Will man ihm glauben. Berührungsängste haben die Kinder jedenfalls nicht. Manuel, hattest du gute Noten in der Schule? Im Sportunterricht auf jeden Fall. Die anderen Noten hat er lieber für sich behalten. Aber wen kümmern schon gute Leistungen in der Schule, wenn man der beste Torwart der Welt ist?